Oh, da tut sich was. Okay. Interessant. Behelfsmäßiger. Was, was, was? Oh, jetzt habe ich es nicht gelesen. Das ging jetzt ein bisschen schnell weg. Behelfsmäßiger Bogen wird auf der Farm platziert. Ein Bogen. Also einfach so auch als Eingang nutzbar, ne? Also man macht sich ja manchmal so einen schönen Bogen, um da durchzugehen. Dann wird es wahrscheinlich ein Eingang sein, ne? Bodenfliese. Hydro. Eine Chance, dass der Boden über Nacht bewässert bleibt, wenn er mit Erde gemischt wird. Aha. Konserviert Obst und Gemüse. Dafür brauchst du die Küche nicht. Ich dachte, ich brauche halt die Küche, um Nahrungsmittel herzustellen. Okay, aber wir haben ein bisschen was freigeschaltet. Nett, nett. Habe ich eigentlich mittlerweile auch einen Skillpunkt? Ich glaube, mir hier noch nicht. Nee. Ich dachte, ich hätte irgendwie mal einen Skillpunkt bekommen, aber noch nicht. Okay. Die Stadtbewertung wird auch immer besser hier. Ja, dann gucken wir mal weiter. Was, ob was Neues jetzt hier für uns zur Verfügung steht. Frühling. So, Kompost nehme ich mal eben hier mit. Den haben wir ja extra hier angebracht. Die Rübe behalte ich halt hier unten mal noch, wenn wir nachher wieder tauchen gehen sollten oder halt in die Ruine gehen, in die Mine. So, was gibt's denn hier? Kann ich hier irgendwas farmen? Nee, ne? Ich glaube, hier kann ich noch nichts ernten. Das dauert alles noch. Dann gieße ich hier mal eben noch ein bisschen fleißig. Mal eben gucken, ob der Schmied auf hat samstags. Nee, ja, doch. Doch, doch. Der hat um 9 Uhr auf. Okay. So, aber das nächste Geld spare ich mir wirklich. Das spare ich mir. Ich werde jetzt einmal keine Samen kaufen, weil ich komme irgendwie nicht über die 1500 rüber. Da kriege ich irgendwie gerade echt noch nicht so viel Geld. Ich lasse das jetzt hier erstmal wachsen. So, yay! Ach, jetzt kommt auch die Musik dazu. So, ich angel mal noch ein bisschen, bis wir gleich 9 Uhr haben. Dann können wir wenigstens die Truhe mal wegbringen. Wieder ein Barsch. Aber die lassen sich halt gut verkaufen. Und die bringen halt, ich glaube, irgendwie 40 oder sowas brachten die ein. So, den Fisch noch und dann, glaube ich, können wir uns so langsam auf den Weg machen. Zum Schmied. Sogar eine Garnele mit Sternchen. Okay, ab zum Schmied. Die konnte man ja auch essen, ne? Oder? Die Garnele? Nee, doch nicht. Ich dachte, wir könnten die so wegsnacken. Warum stehen die hier alle so rum?
Ist das dein Frühlingslook? Sieht nach Country-Style aus. Ja, ich bin halt eine Farmerin. Was soll ich machen? Es gibt so viel, das wir unseren Kindern beibringen können. Kleine Dinge, die wir als ihre Eltern tun, könnten für sie zur Gewohnheit werden. Ja. Deswegen ist es immer wichtig, dass man vorbildlich handelt. Schmied. Aber ich frage mich halt auch noch was. Also, ich soll ja noch Bronzequalität Obst verschicken. Und bisher habe ich aber kein Obst zum Anpflanzen gefunden. Oder es stand mir noch nicht zur Verfügung, dass ich Obst anpflanzen kann. Es sei denn, ich habe irgendwas übersehen. Oder kann man Obst erst im Sommer anpflanzen? Hallo? Verarbeite Geode Koffer. Ja, mal gucken, was wir jetzt hier so drin haben. Au, au. Ein Artefakt? Drachentränen? Ach cool, die Sandale kann ich jetzt verkaufen. Die haben wir ja schon einmal dem Museum übergeben. Rote Maske. Von Crash Bandicoot. Und eine Perlenhalskette. Okay. Ja, die können wir auch, glaube ich, dem Museum geben, ne? Ja, Museum. Museum. Und das können wir verkaufen. Dann mache ich das jetzt mal. Und dann gehe ich mal zur Abwechslung in die Mine. So. Bitteschön, eine Perlenhalskette. Und die Crash Bandicoot-Maske. Ach cool, ich glaube, hier kriegen wir wieder ein Geschenk und da bekommen wir nochmal so einen Wasserspender. Ach, die Drachentränen auch? Aha, wo stehen die? Ach, guck mal, hier stehen die jetzt. Entstammen der Legende nach den Augen eines Drachen. Von Glurak? 10 Uhr. Was machen die denn jetzt hier alle um 10? Guck mal, die platzieren sich hier. Ach, die machen Yoga. Ach so. Sehr schön. War das vorher hier auch schon? So, manchmal habe ich das Gefühl, dass sich so an der einen oder anderen Stelle das Spiel sich so ein bisschen verändert, optisch. Und dann zweifle ich an mir, ob ich das schon mal gesehen habe. Ich glaube, das war hier schon hier, diese Ecke hier, ne? Ich glaube ja. Bald kaufe ich hier eine Kuh. Bald. So, Kevin, hier unten lang. War denn hier oben nochmal? Ach ja. Bewegt sich nicht. Ja, hier ist ja auch nochmal so ein Geheimnis. Jetzt komme ich hier nicht mehr durch. Und hier auch. Heiliger Bereich. Ja. Noch einiges hier zu entdecken. Ach, toll, der Schmetterling ist wieder weggeflogen. So. Hinab in die Höhle. Wo ist mein Schwert? Mal gucken, wie weit wir da jetzt kommen. Genau, wir sind ja schon mal bis Ebene 5 gekommen. Hier. Axt. So. Ich habe auch das Gefühl, halt, um hier weiterzukommen. Ach, Quatsch, mit Spitzhacke. Muss man halt so viele Steine zerkloppen. Ach, hier unten ist noch so ein kleines Vieh. Bis man da überhaupt endlich mal die Ebene nach unten findet. Seidiges Fell. Auch wenn das Kämpfen Spaß macht. Das muss man ja wirklich sagen. Aber bis man hier so eine Leiter nach unten gefunden hat, das dauert halt echt so lang.
Und es gibt so viele Steine als Möglichkeiten hier. Aber wenn ich hier gedrückt halten kann ich hier nicht, ne? Um einen stärkeren Hieb auszuüben. Ich kann aber zumindest es gedrückt halten, damit sie so immer draufschlägt. Ich Depp habe nämlich für jeden Schlag immer einzeln gedrückt eben. Da dachte ich mir gerade, hä? Ah, hier geht's runter. Yay, hier geht's runter. Hineinspringen. Nommen. So. Was meint ihr? Bei welchem Stein könnte es wieder weiter nach unten gehen? Ich fange mal hier unten an. Oh, Kohle. Yay. Ach, guck mal. Das war jetzt praktisch. Aber ich glaube, hier oben ist noch ein besonderer Stein hier, ne? Bronze. Cool, das ging jetzt doch irgendwie flotter, als ich dachte. Dann gehen wir weiter runter. So, da ist wieder ein Schwibbelschwabbel. Noch irgendwo ein Gegner. Da ist noch einer. Bei. Treff nicht. Treff nicht. So, noch irgendwo einer. Ah, hier ist ein Pilz. Ein Shiitake-Pilz. Ich fände es halt auch so cool, wenn Coral Island irgendwann halt so Kooperation halt hat, ne? Wie Final Fantasy oder so oder eben wie Fortnite. Ne? Also ich kann mir hier so richtig eine richtig gute Tomb Raider Koop hier unten vorstellen. Irgendwie. Oder Indiana Jones Kooperation. Was dann irgendwas Cooles hier noch zusätzlich in die Mine reinbringt. Das wäre schon ganz witzig, glaube ich. So, wo ist die Leiter? Leiter. Ach cool, da ist ja die Leiter. So, aber den Stein nehme ich noch mit. Dann snacken wir mal eben einen Zuckerbaumsamen. Und nochmal die Rüben. Habe ich noch irgendwas zum Essen? Den Shiitake-Pilz haben wir noch höchstens. So, gibt es hier denn noch irgendwo noch so einen coolen Bronzestein, den ich noch kaputt machen könnte, weil das lohnt sich ja wenigstens an der Stelle. Die Fackel mitgenommen? Mensch, halt nicht möglich, Fackel benötigt. Hä? Hab ich keine Fackel? Ich kann die Fackel irgendwie mitnehmen oder so. Aber man kann die halt ausmachen, aber was hat das für einen Sinn? Was hat das denn für einen Sinn, hier das Licht auszumachen? Nee, sonst ist hier kein besonderer Stein mehr. Okay, hinein. So, mal gucken, wo haben wir denn hier einen Gegner? Ah, da.
Schwabbel, schwabbel. Wie viele hier unten sind. Es macht halt auch eigentlich Sinn, dass wir auch mal ein bisschen kämpfen, ne? Damit wir auch unseren Schwertkampf oder generell Kampf ein bisschen upgraden können später. Das gibt es ja auch noch. Bei Können gibt es ja auch Kampf. Und das macht schon Sinn, wenn man dann irgendwie mehr Schaden hat oder so. Bei Stardew Valley konnte man die Fackeln sogar einsammeln. Ja, hätte ich jetzt auch gedacht, ne, dass wir die Fackeln halt nehmen können, um damit andere Fackeln zu befeuern. Aber okay, dann scheinbar noch nicht. Kommt vielleicht noch. Ja, also macht ja auch Sinn eigentlich. Oh, da ist noch was. Na, falsche Richtung. Okay. So, dann fange ich wieder mal hier unten an. Kriegt hier halt einfach so viele Steine. So, hier können wir noch ein bisschen was mitnehmen. Bronze. Ich glaube, die Minen sind auch einfach fürs Dynamit ausgelegt, oder? Also wenn du hier einfach mal so ein Dynamit reinwirfst, dann nimmst du ja eine ganze Fläche weg. Eigentlich müssten wir mehr Dynamit hierfür herstellen. Weil aber wirklich viel einsammeln tue ich hier ja nicht. Das ist alles irgendwie... Ja, das Minenkonzept überzeugt mich noch nicht. Oh, wir können weiter runter. Yay. Vielleicht kommt jetzt mal irgendwas Besonderes. Ebene 9 bin ich jetzt. Ah, aber ich habe echt leider nicht mehr viel Energie. Ich kann auch den Shiitake-Pilz snacken. Der mir aber nicht wirklich was bringt. Das ist nicht wirklich viel Energy jetzt hier. Ich hoffe, dass wenigstens hier die Gegner noch irgendwas Cooles droppen. Boah, Grummelchen. Aber die droppen halt nichts, ne? Da ist nichts zum Rausholen bei denen. Da ist einfach nichts. Genau. Oh. Hm. Wir droppen wenig. Ja, es ist irgendwie schade. Schade. Ja, man kann nicht hier so diagonal irgendwie angeln. So vielleicht? Ja, so kann ich angeln. Mal gucken, was es hier für Fische gibt. Ich will wenigstens noch irgendwas Gutes hier unten rausholen. Wenn ich schon kaum noch Energie habe oben. Ah, ein Buntbarsch, Mensch. Wer hätte es gedacht? Ja gut, dann gehe ich mal wieder hoch, ne? Ich glaube, das wird leider nicht so ein lukrativer Tag hier werden. Mine verlassen, ja. Ja, ja. Also für die Mine braucht man halt echt ja, viel zum Snacken. Also wirklich sehr viel Nahrungsmittel. Damit man da überhaupt weiterkommt. Skarite-Käfer. Oh, den hatte ich auch noch nicht. Hat die bemerkenswerte Fähigkeit, sich zur Verteidigung totstellen zu können. Okay. Göttin oder Museum? Ja, ich bringe den einfach nochmal zum Museum. Und wenn wir das getan haben,
Gehe ich ins Bett. Und hab nicht wirklich was gekauft hier. Also nicht wirklich was bekommen, meine ich. Um irgendwas kaufen zu können. Ich glaube, ich muss laufen, ne? Ich habe am Museum ja leider noch den Schnellpunkt noch nicht aktiviert. Naja, so. Du. Oh, ist hier wieder ein Fisch drin? Ich will mich doch veräppeln, ehrlich. Eine Forelle, okay. Einfach immer ein Fisch da drin. So. Ein Käfer. Sammlungsbelohnung. Was war das denn? Ich noch mal genau gucken. Das Outfit hätte ich auch gerne. 78 Artefakte gibt es. Das ist echt viel. Drei Haie. Die Fossiliensammlung ist halt auch cool, ne? Wenn man dann so ein Dino hier kriegt. Ja. Wir haben noch einiges zu tun. So viele Fische gibt es noch. Ey, gefühlt sammle ich immer dieselben Fische ein. Aber ich glaube, nur je nach Jahreszeit wird es andere Fische geben. Das dauert. Aber cool. Ja. Dann verkaufen wir mal noch hier unseren Buntbarsch. Damit wir wenigstens ein kleines bisschen Geld hier reinkriegen. Ich will mir eigentlich keine neuen Samen kaufen. Nö. Ich will das Geld behalten. So, tschüss, Forelle und Barsch. Steinchen, Bronze, Kohle. Oh, wo tue ich denn seidiges Fell rein? Essenz. Ich nenne das hier mal Also Essenzen. Essenzen? Ja, aber. Eigentlich bräuchte ich halt noch eine Truhe mit Tier Erzeugnissen, ne? Theoretisch. Truhe, Truhe, Truhe. Ja, wo ist sie denn? Da. Und wo ist mein Schild? Dort. Oder Monster. Wie nennt man das? Monster. Monstergaben. Nee. Monster. Reste? Hab gerade keinen besseren Namen dafür. Erzeugnisse. Also Erzeugnisse habe ich ja hier oben. Schon. Oder. Da war. Nee, warte. Foodie-Food-Truhe, da waren die Barren, Samenbank, die Rohstoffe. Das nenne ich nochmal Blumen. Ich dachte, ich hätte schon eine Erzeugnistruhe. Essenzen. Okay, nee, dann stimmt. Dann machen wir hier Erzeugnisse. Erzeugnisse. Ich gerade Essenzen mit Erzeugnisse verwechselt. Monsterloot, noch besser, ey. Monsterloot, ja, richtig gut. Richtig gut, das Monsterloot. Die Saat schön düngen bringt auch Geld. Das versuche ich auch jetzt vermehrt umzusetzen. Wenn ich denn Dünger habe, weil Dünger kaufen ist halt auch wieder Geld ausgeben, ne? Ja. Die Artefakte, die du abgegeben hast und sie dann doppelt sind, kannst du verkaufen. Ja, genau, die sind was wert. Ja. Ja, das habe ich jetzt auch schon
versucht, aber es gibt noch so viele Artefakte, die ich halt noch nicht doppelt habe und dann muss ich die leider abgeben. Aber okay, dann versuche ich einfach weiterhin den Weg zu gehen, den ich jetzt eh schon gerade tue. Danke für die Tipps, Joko. Ja, mal gucken, was unsere Fischis jetzt hier einbringen würden. Hier zum Beispiel die silberne Sandale. Mal gucken, was die Sandale jetzt einbringt. Das war ja schon mal ein Artefakt, was wir schon doppelt haben. Und was ist morgen noch für ein Wetter? Wettervorhersage. Morgen wird es sehr windig. Ich glaube, morgen ist sogar auch der letzte Tag im Frühling hier im Spiel, oder? Oder ist morgen schon Sommer? Ist ja bald Sommer. Oh, ein Fähigkeitspunkt. Bergbau. Und nochmal Ausdauer. Und Seil und ein Steinschild. Na toll. Jetzt muss ich meine ganzen Schilder wieder austauschen. Ah. Oh, okay. Oh, klebriger Ball und Schleimfalle. Das ist doch ein Ditto. Also wirklich, das ist ein Ditto. Sagt mir nichts. Und Kampf hochgestuft. Nein, ach, jetzt habe ich vergessen, das andere zu gucken, was das Artefakt eingebracht hat.